Diese Carbonara für gerade mal knapp 3 Euro ist super cremig und mega lecker. Schneidet euch Champignons in feine Scheiben. Danach schneidet euch Lauch in feine Ringe. Trennt zwei Eigelb vom Eiweiß, indem ihr es in der Schale hin und her schwenkt und zieht diesen Faden raus. Erhitzt eine Pfanne und lasst darin Speckwürfel zergehen, bevor ihr mit 300 ml Sahne aufgießt. Wichtig ist nun, dass ihr die Sahne nicht über 60 Grad erhitzt, weil unser Ei sonst stockt. Das rührt ihr jetzt nämlich mit einem Schneebesen drunter. Macht das schnell und gleichmäßig, wichtigster Schritt bei diesem Gericht. Jetzt kommen die Champignons und der Lauch dazu. Das sieht doch schon richtig gut aus. Meine Nudeln sind vorgekocht. Ich gehe davon aus, dass jeder von euch weiß, wie man Nudeln kocht. Rein damit, gut vermengen, bis alle Nudeln schön mit Soße gecovert sind. Das hat gerade mal 10 Minuten gedauert mit Nudeln kochen. So schnell und so lecker. Schön anrichten und genießen. Alle Zutaten und Mengenangaben habe ich nochmal in der Videobeschreibung. Für weitere schnelle, einfache und günstige Rezepte checkt meinen Kanal aus und lasst mir gerne auch ein Like oder Abo da.